In dieser Grafik hier siehst du eine Auswertung des Inside Sprint-Tests. Die pinkige Linie zeigt die Leistungskurve in Watt und die grüne Linie die Trittfrequenz. Beim Sprint-Test sind vor allem zwei Dinge sehr wichtig. Du bleibst den ganzen Sprint über sitzend und es wird nicht geschalten. Es lohnt sich, dies im Vorfeld zu üben und die richtige Gangwahl zu testen. Nach wenigen Sekunden sollte ein Leistungspeak erreicht werden. Danach bildet sich ein Plateau der Leistungskurve oder in den meisten Fällen sinkt die Leistung sogar ab. Das muss so sein. Die Trittfrequenz bzw. die Gangwahl sollte korrekt gewählt werden, denn wenn du einen zu großen Gang benutzt, steigt die Leistungskurve nur langsam an und somit ist der Sprinttest nicht korrekt ausgeführt. Hast du einen zu kleinen Gang, erreichst du schnell das Leistungsmaximum, kannst allerdings die Leistung nicht wie gewünscht aufrechterhalten.